So, dann probieren wir es auch nochmal mit John Schnee. Oh, gerade sind ein paar Wildlingenfamilien eingetroffen, die nach Hartheim ins Reich kamen. Sollen wir sie zurück in den Norden schicken? Natürlich nicht. Flüsternd, Hoheit, ich möchte mit euch reden. Aber nicht hier. Ich folge euch natürlich. Wir wollen bestimmt ein paar Bestechungen machen. Wir sollten einen Handelsgesandten in die freien Städte schicken, um unsere Beziehung zu pflegen. Natürlich. Sir Boros Blount und Sir Osmund Schwarzkessel sind aufgespießt in einem Bonnet gefunden worden und wir verstecken natürlich die Patrouille. Meine Suche nach einer geeigneten Braut ist hoffnungslos. Hättet ihr wohl einen Rat für eine verlorene Seele übrig? Lady Kassel. Sie ist tot. Lady Wurz oder Lady Dane? Lady Dane. Vermisst, wahrscheinlich verstorben. Lady Carstark. Gekreuzigt. Ach du meine. Ich wüsste die perfekte Wahl. Die junge Tochter von Lord Korshain. Oder Korshain wahrscheinlich eher. Lord Ronas. Sie ist zu Verwandten in Übersee geschickt worden, um dem Krieg zu entgehen. Hoffen wir, sie hat eine sichere Reise. Allerdings. Oh, Samuel Tarly is back. Wir könnten gemeinsam zur Sitzung des kleinen Rates gehen. Das könnten wir tun. Was bräuchten wir denn? Etwas gegen Krieger oder Menschen? Das kriegen wir bestimmt mit ein paar Gerüchten. Und zwar ein paar Geheimnisse. Ein schlimmes Geheimnis kann sogar einen hohen Septon zur Feier bringen. Lasst mich gegen... Ne, den Septon wollte ich eigentlich nicht. Dem gehen wir nach. Das deutet darauf hin, dass einer von vier Verdächtigen Ilyn Payne ermordet hat. Führt sie mir vor. Die Wache, der Soldat, der Lord der Septon. Der Septon war es nicht. Von der Wache ermorden, das würde jetzt eigentlich uns ganz gut tun. Ihr statuiert ein Exempel an der Wache, aber ihr könnt ernsten Zweifeln an eurer Entscheidung nicht entgehen. Majestät, ich störe euch nur ungern, aber Lord Ronas belästigt seine Dienerinnen. Sie leben in Angst vor seiner Nachstellung, vor seinen Nachstellungen. Dann ruft ihn doch mal her. Ich war euch mein ganzes Leben treu, aber jetzt habe ich es schwer. Bitte beschäftigt meine Kinder in euren Küchen und zahlt ihnen Lohn. Nein. Was soll mit dem Essen geschehen, das im Bergfried übrig bleibt? Den Hunden natürlich geben. Seid ihr betrunken? Nein. Wenn ich etwas wüsste, das alles zunichte machen könnte, was du über dich glaubst, würdest du wollen, dass ich es dir sage? Natürlich. Eddard Stark war nicht dein Vater. Deine Eltern waren Lyanna Stark und Rhaega Targaryen. Sie heirateten vor deiner Geburt. Die Aufzeichnungen beweisen es. Ned Stark opferte seine Ehre zu deinem Schutz. Dein Geburtsrecht hilft dir, den Thron zu behalten. Erlaubt meinem Lord Robin, Sansa Stark zu heiraten. Eine Ehe zwischen unseren Häusern würde ihre Herrschaft in Winterfell stärken. Sansa willigt in die Heirat ein, weigert sich aber, euch zu treffen. Ihr hört, dass sie euch nicht länger als Bruder betrachtet. Der Arme da durch. Ich habe mir von eurer Herrschaft viel erwartet, aber ihr seid der schlimmstmögliche König. Das nehmen die Lannisters nicht hin. Geht doch.
Minister-Soldaten haben die königliche Armee vor Arenhall angegriffen. Welche Befehle sollen wir geben? Angriff. Die Lannisters sind diszipliniert und gut bewaffnet. Meidet die direkte Konfrontation, wenn möglich. Mal sehen. Die Lannister-Soldaten rücken unerbittlich vor, verborgen hinter ihren großen roten Schilden. Ihr gebt euren ersten Befehl. Ist aus dem wir Befehle geben? Wahrscheinlich, ne? Wenn die Schilde vorne sind, dann müssen wir erstmal die Schilde wegkriegen. Wie kriegt man Schilde weg? Mit Rittern? Wahrscheinlich, ne? Ritter einmal durchreiten lassen, dann spürt sich alles auf, oder? Bogenschützen machen ja wenig Sinn. Wildlinge vielleicht irgendwie zur Ablenkung mal reinschicken. Fußtruppen, ich würde sagen, wir schicken halt Ritter. Viele von ihnen fallen, aber sie halten die Soldaten auf. Dringt nach rechts vor, sitzt ihnen zu. Ihr hört eine donnernde Explosion. Hinter Bäumen verborgene Kriegsmaschinen rammen eure Stellung nicht weit entfernt. Die Wildlinge regeln das. Nicht durch schwere Ausrüstung belastet, stürmen die Wildlinge schnell und tapfer vor. Leider überleben wenige, die fallen bleiben. Weiter. Eine kleine Söldnerkompanie mit den gleichen Rüstungen und Schilden wie eure Soldaten hat sich unbemerkt von hinten genähert. Fußtruppe. Keine Gnade. Von eurer Position aus habt ihr das Schlachtfeld gut im Blick, als beide Armeen aufeinandertreffen. Wir haben diese Schlacht verloren. Lauft! Lauft davon! Als die Truppen fliehen vom Schlachtfeld nach Königsmund. Vom Feind gedrängt erreicht ihr die Hauptstadt schließlich. Der Glaube an die Sieben ist stark im Herzen von Westeros. Das ist eine neue Ära der Reinheit und Keuschheit. Durchaus. Kriegerischer Arm des Glaubens. Das Wiederauftauchen religiöser Fanatiker führt, da haben wir ja schon zu größeren Glaubensreaktionen. Warum habt ihr den kriegerischen Arm des Glaubens wieder aufblühen lassen? Das sind Fanatiker, sie werden sich gegen euch wenden. Sie haben mich nicht gefragt. Die völlige Vernichtung des Hauses Frey hat Vermögenswerte freigesetzt, die wir uns schnellstmöglich sichern sollten. Natürlich. Denkt daran, die Eiserne Bank sitzt nicht auf die Verliererseite. Wisst ihr, wie leicht man neue Anwärter auf den Eisernen Thron findet? Passt auf, was ihr sagt. Darf ich offen sprechen? Ja. Eure Lage hier ist in der Tat heikel. Es wäre am besten, wenn ihr in den Norden zurückkehrt. Habt recht. Wir sind bereit, nach Winterfell zu reisen. Auf geht's. Ihr beginnt eure Reise nach Winterfell, gefolgt von eurer Armee und dem Großteil eures Hofes. Der Königsweg ist lang und voller Gefahren, Majestät. Ich möchte euch empfehlen, während der Reise dicht bei eurer Kutsche zu bleiben. Was tun wir? Eine hübsche junge Frau fleht darum, mit uns reisen zu dürfen. Anscheinend ist sie auf der Flucht vor einem brutalen Vater. Nee. Wir kommen gut voran. Jetzt ist der Trident ganz in der Nähe. Sollen wir einen Halt in Harrenhall einlegen? Nein, wir reisen weiter. Ich fürchte, die Brücke über den Trident ist eingestürzt. Sollen wir versuchen, sie instand zu setzen oder einen Umweg machen? Instand setzen. Wir haben eine zerlumpte Söldnertruppe gesichtet. Sollen wir sie verfolgen? Ja. Unabhängig vom Banner, wir bekämpfen euch. Wir sind die Bruderschaft, wir sind Westeros. Ihr bloß eine Eintagsfliege auf dem Thron. Tja, ich wollte die eigentlich, dachte ich, könnten wir die dann anwerben, aber da müssen wir jetzt sterben. Die Männer haben Angst, den dichten Wald vor uns zu betreten. Sollen wir versuchen, einen Umweg zu machen? Nein.
Friedengraben ist in Sicht. Jetzt sind wir in der Nähe von Winterfell. Sollen wir hier ein Lager aufschlagen? Na, jetzt können wir auch weiterreisen. Ihr lasst die Sümpfe der Eng hinter euch. Vor euch tut sich der Norden auf, weit und bitterkalt. Weil ihr noch vor dem Winter in Winterfell angekommen ist, doch schön. Wie sollen wir unsere Ankunft ankündigen? Wir blasen das Horn. Als ihr euch Winterfell nähert, mehren sich die Zeichen von Winter und Krieg. Hungrige, ledierte Nordmänner und Wildlinge säumen schweigend den Weg. Ist wahrscheinlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um zum Winter in Winterfell zu sein, oder? Aber ist egal. Dann, ich bin froh, dass du meinem Aufruf gefolgt bist. Tut mir leid, ich sollte dich jetzt wohl lieber mit König an. Bran geht es nicht so gut. Es ist besser, ihn allein zu lassen. Wirst du lange bleiben? Ich bleibe hier. Der Rabe ist weiß und trägt keine Nachricht. Über den neuen Lord-Kommandanten der Nachtwache werden seltsame Geschichten erzählt. Lasst mich einen Trupp zur Mauer schicken. Er soll es mit einer Wildling-Zauberin bleich wie eine Leiche getrieben. Das ist doch schön. Du solltest im Götterhain beten, damit der Geist des Nordens deine Herrschaft segnet. Manchmal spüre ich dort unseren Vater. Fuck, das hat uns nicht gut getan. Die alten Götter zu vergessen, würde euch von den Nordmännern entfremden. Es war wie üblich klug von Sansa euch enthalten. Eins wollte ich nur meine Familie wiedersehen, aber wir alle haben uns verändert. Vielleicht wäre es schon gut. Wollen wir reden? In Ordnung. Du bist also nicht mein Halbbruder, sondern mein Cousin. Für mich ändert das wenig. Es unterstreicht nur, wie sehr Vater dich liebt. Ein Herrscher wie ihr nutzt den Sieben nichts. Nehmt den Glauben an, zeigt Demut und wir verschonen euch. Ich bin tot. Mann, immer diese Religiösen, die mich hier umbringen. Oh. Habe ich es denn in den ersten Malen geschafft, so oft noch hier oben zu kommen und jetzt in den vier Malen mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, jedes Mal schlechter. Naja, das ist, glaube ich, unser bester Versuch gewesen von den vielen, die wir gerade hatten. Ich würde sagen, das war's auch erstmal. Vielen Dank, wenn ihr bis zur vierten Folge geschaut habt. Das war Game of Thrones Tinder oder Story Tinder. Was ich natürlich so genannt habe, weil ihr immer nach links und rechts wischt. Das Spiel gibt es natürlich auch für Handy. Sieht man ja, dass es dafür natürlich gemacht ist. Kostet auch gar nicht viel. Ich glaube, auf Steam 4 Euro. Auf Handy wahrscheinlich genauso. Tippe ich jetzt mal. Ich glaube, es hat da genauso viel gekostet. Und von daher würde ich sagen, ja, nochmal danke fürs Zuschauen. Das war Reigns Game of Thrones. Sieht man das hier irgendwo? Ne. Aber es hieß Reigns Game of Thrones. Und demnach sehen wir uns bei einem anderen Video sicherlich nochmal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.